herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Toms Keller Show. Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend mit tollen Gästen und sehr viel guter Musik. Und nun begrüßen Sie mit mir unseren Gastgeber, Thomas von Meck. Schönen guten Abend, schön, dass Sie mit dabei sind. Mit dabei ist auch Helly an den Zapfsäulen. Kellerkapelle mit unserem Kellerkapellmeister Chris Kaufmann an der Gitarre, am Schlagzeug Markus McQuire und am Bass Andreas Noando Marmsola, die Legende. Die Kellerkapelle, meine Damen und Herren. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen, und herzlich willkommen, mein Publikum hier im Sudwerk des Fatzenhäusers in Bozen. Ja, nun freuen Sie sich mit mir auf eine junge, talentierte Musikerin, auf einen Mann, der sich immer wieder neu erfindet, und auf eine junge Frau, die ziemlich schlagkräftig ist. Und jetzt fehlt mir nur noch die eine, die bezaubernde Manuela Ramosa. Für sie ist die Musik die aufrichtigste Art der Kommunikation. Sie ist 28 Jahre alt, kommt aus Meran und mit ihren Songs erzählt sie Geschichten aus ihrem eigenen Leben. Für sie ist das größte Talent eines Musikers, die Menschen in eine eigene Welt mitzunehmen. Dann sind wir mal gespannt, wohin sie uns jetzt entführt. Bühne frei für Giulia Martinelli mit Mentiroso. Pensar en ti, promesas rotas que me escondieron. Durante mucho tiempo yo traté de creerte, olvidando que nada es para siempre. Hoy he vuelto a la realidad. Para y deja de fingir que tú no entiendes de qué estoy hablando. Sigues poniendo excusas, cuenta cuentos de las mil historias que oí más de una vez. Tú lo sabes, yo lo sé, tú lo sabes, yo lo sé, que tú eres solamente mentirosa. Estoy harta de leer tu cara, tus sonrisas siempre escondidas. Hoy ha llegado el día en que interrumpo tu juego, nuevas reglas de adiós para siempre, y no voy a mirar atrás. Para y deja de fingir que tú no entiendes de qué estoy hablando. Sigues poniendo excusas, cuenta cuentos de las mil historias que oí más de una vez. Tú lo sabes, yo lo sé, tú lo sabes, yo lo sé, que tú eres solamente un mentiroso. Eres solamente un mentiroso, eres solamente un mentiroso. Solo tú me dijeras que esta vez vas a ser. Tú sabes que yo volvería a ti 10,000 veces más, pero ambos acordamos que nunca podrás darme lo que necesito. Y por eso te pido, te ruego que esta vez me dejes ir. Tú lo sabes, yo lo sé. De qué estoy hablando. Sigues poniendo excusas, cuenta cuentos de
Lisa. Danke. So, bitte nimm Platz. Tja, was darf man denn dir zum Trinken anbieten? Ein bisschen Wasser, bitte. Nicht zu kalt. Ohne. Danke. Ist das so wegen Stimme und so? Oder ja, genau. So ist Bier oder so? Nein, mir gefällt das nicht. Gefällt dir grundsätzlich nicht? Nein. Okay. Mir auch Wasser, bitte, Heili. Cool. Und jetzt hast du mir da was mitgebracht. Ja. Darf ich das auspacken? Ja. Hm. Okay. Das sind ja Espresso-Tassen. Sieht das richtig? Genau, aber es gibt auch zwei Pandas. Siehst du die? Panda, ja, ja, ja. Also, zwei Pandas? Ja, weil ja, nicht viele Leute wissen es, aber der Panda ist mein Lieblingstier. Aha. Und ich glaube, dass ich in einem anderen Leben ein Panda war, eigentlich. Sind das allein Koala essen, Eukalyptus und Pandas essen was? Bambu. Bambu. Okay. Ja, genau. Ja. Aha. Und ja, Pandas genießen die Zeit, die sie allein verbringen. Und das ist ja etwas, das sie gerne machen. Aber sie sind auch sehr freundlich und friedlich. Und ja, sie verbringen die meiste Zeit beim Essen und Schlafen. Und was ist das, was du Essen und Schlafen sind zwar meine Lieblingsaktivitäten. Julia, du sagst, Panda-Pären. Schlafen, dessen, das geht dir alles gut. Ja, genau. Aber leben sehr gerne einsam oder allein? Beides, ja. Sie genießen die Zeit, die sie ja allein verbringen, aber sie sind da sehr freundlich und aber nett. Sprichst du jetzt mehr von dir oder vom Panda-Bär? Beide. Beide? Du bist das, bist ich du auch bin so? Ein Panda, ja. Ja, ich bin ein bisschen auch so. Sehr zurückgezogen? Ja. Ja, ein bisschen, ja. So, und reserviert bin ich. Und so. Dann geht man auf die Bühne und macht das so eine Performance, wie du es gerade gemacht hast. Das ist etwas anderes, ja. Ja, wenn ich sprechen muss oder so, fühle ich mich nicht immer so wohl. Aber wenn man über mich redet, gefällt mir nicht, fühle ich mich nicht so wohl. Aber ja, wenn ich auf der Bühne bin und singen kann, dann ist die Schüchternheit weg. Dann ist genau, weg. Ja. Ja. Fein. Du hast den ersten Titel Spanisch doch vorgetragen. Genau. Mentiroso, glaube ich. Ja. Ich bin jetzt kein Spanier, aber das ist ein Lügner. Ein Lügner, oder? Ja. Mit wem rechnest du? Viele Leute denken, dass wir alle, ja, ich meine, alle haben wir schon Mentiroso kennengelernt, denke ich mir. Mhm. Und ja, das Lied sagt, war so ein bisschen ein Sommerlied, so sag mal tschüss alle die Mentirosos unseres Lebens und gehen wir weiter. Mhm. Und ganz, ja, allein. Okay. Wanderlust nennt sich das letzte Album von dir. Wanderlust sagt auch viel aus. Du bist viel durch die Welt gereist. Ist Wanderlust weit mehr als der Titel dieses Albums? Ist das so ein bisschen der Drang von dir? Ja, ich habe die Gelegenheit gehabt, viel zu reisen in meinem Leben. Und es hat mir immer sehr gut gefallen. Und ja, schon in der Oberschule habe ich ein Semester in Bonn verbracht. Und nach der Oberschule bin ich nach Mailand gezogen, um zu studieren. Ich habe ja dort ja Philologie studiert. Philologie was? Philologie. Was ist das? Es ist ein echtes Wort. Ich glaube ich doch schon, ja, ja. Es ist wie Wissenschaft der Sprache, sagen wir so, der italienischen Sprache, so etwas Ähnliches. So, man studiert Italienisch, aber ja, die ganze Literatur und ja, die Sprache. Die Sprache Italienisch genau. Bis zum Ursprung. Genau, und all, alles, ja. Und ja, und dann ja, während der Universität bin ich viel gereist. Ich habe ein paar Praktikum im Ausland gemacht, in New York, San Francisco. Immer zu diesem Studium? Was, ja, wie kann man sich so ein Praktikum vorstellen? Ich habe es mehr Kommunikation generell gemacht. So habe ich in New York habe ich so die, bin ja Korrektor gewesen, so habe ich so die ganzen Manuskripten und so gelesen korrigiert ja, auf Englisch. Und dann in Madrid habe ich auch etwas Ähnliches gemacht, aber mehr habe ich Artikel geschrieben für Studenten, spanische Studenten, die Englisch lernen wollten. Aha. Und ja, dort habe ich auch begonnen. Ich glaube, du bist schneller, wenn du mal erzählst, wo du noch nicht gewesen bist. Für,
Nicht Asien habe ich nicht viel gesehen, die Pandas habe ich leider noch nicht gesehen. Ja, eben, die wären ja in Asien zu Hause. Genau, nicht die Pandas, aber ja, so, ich bin leider ja in Thailand gewesen, aber ja, es gibt die ganzen, ja, Amerika habe ich leider so, die New York und der Costa gemacht und dann die Kalifornien, so San Francisco bin ich gewesen. Irgend gelesen, du machst so gleich wie Tones and I oder so ähnlich. Tones and I ist eine bekannte Singer-Songwriterin aus Australien. Und der hat ja auch mit Straßenmusik angefangen. Okay. Also der ist immer auf die Straße gegangen, um zu spielen. Und der hat ein wirklich wunderbares Zitat einmal in einem Interview gesagt, das war für sie ganz wichtig, weil der schwierigste Moment ist, Passanten, die vorbeigehen, durch die Musik so zu berühren, dass sie stehen bleiben. Ja. Und dann der zweite Schritt ist, dass sie auch wirklich bleiben. Mhm. Du liebst die Straßenmusik. Ja, sagen wir, es gefällt mir, aber ich bin schüchtern, so ist es nicht mehr leicht. Ich denke mal, du hast eben eingangs gesagt, du bist ja schüchtern, Straßenmusik, da muss man sich so richtig ins Zeug legen. Ist das für die eine Kompensation? Verarbeitest du da irgendwie vielleicht so? Vielleicht ist es so, ja. Aber ja, ich habe ein paar Mal hier in Bozen den Basker Festival gemacht. Mhm. Aber es ist nicht etwas, das ich jeden Tag mache, so schon, den Basking. Ist das für so. Die eher dann strenger? Oder? Ja, ein bisschen schon, ja. So aber was gibt da die Straßenmusik dann? Es ist etwas sehr, du bist allein vor Menschen, die dich nicht kennen. So, ist es etwas, so anonym? Ja. Aber trotzdem wieder gelesen, weil mit der Stimme und den Texten holst sie da ja zu dir hin. Ja, vielleicht. Deswegen vielleicht habe ich immer auf Englisch und jetzt habe ich ein bisschen so Spanisch geschrieben, weil ja, ich möchte mehrere Leute so erreichen in der ganzen Welt. Und ja, deswegen habe ich begonnen, auf Englisch zu schreiben. Aber Wanderlust ist ja der Titel, ist deutsch. Wanderlust ist dasselbe A Wanderlust. Wort. Ist, ja. Das ist komplett falsch. Nein, aber ich passt, weil ich das gleiche Wort, aber ein Ausdruck ist ein bisschen anders. Und jedes Lied der IP ist einer der Stadt, in denen ich gelebt habe, gewidmet. Mhm. So, ja. Wir hören halt nur New York, also weitere solche Städte, die du... New York, dann, in heute hören wir dann Backup Plan, das nächste Lied. Und, Backup Plan, das ist, wie ist das zu verstehen, dieses Backup Plan? Plan B? Plan B, oder? Ja, aha. Genau, Plan B. Aber ja, es ist ein Lied über... neue Anfangen. Und für mich Bonn, ich habe das Lied Backup Plan der Stadt Bonn gewidmet, weil für mich ist Bonn das gewesen. Ich war so ein bisschen Neuanfang, oder? Ja, ich war in der Oberschule und für mich ist mir ein bisschen immer klein und fast eng gewesen, sagen wir so. Und so ist eine kleine Flucht gewesen, wo ich nach Bonn Semester. Aber weil auch eine große Stadt so ein bisschen diese Anonymität bietet, was vielleicht Meran nicht hat? Vielleicht, ist ein bisschen das auch. Aber ja, mir gefällt, viele Kulturen kennenzulernen und auch neue Sprachen zu lernen. Und etwas, das haben wir da, Italienisch und Deutsch. Aber ich denke, dass manchmal da ist es nicht ganz, ist zu separat noch, die zwei Kulturen sprachen und das tut mir echt leid. Und deswegen habe ich immer versucht, da Deutsch und da Dialekt zu lernen, weil für mich ist das wichtig, zu kommunizieren, auch da in Südtirol. Das ist ein Riesenvorteil. Julia. Jetzt ist ja nicht gerade eine einfache Zeit für die Künstlerinnen und Künstler, vor allem im Auftrittssektor, sage ich jetzt mal, also so Konzerte. Was steht so an? Hast du schon so ein bisschen Plan B oder Plan C nach Corona? Ich habe immer zu viele Pläne B, C, D, G. Bis A, Z? Ja. Und ja, ich muss sagen, mit der ganzen Corona-Zeit habe ich verstanden, dass ich mich zu oft auf meine Pläne B, C, D, G, S, G konzentriert habe und nicht wirklich auf meinen Plan A, der Musik ist. Ich möchte Musik als mein Main-Job machen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe immer Angst gehabt, das nicht zu schaffen. Und deswegen habe ich immer
mich auf anderen Sachen auch konzentriert. Ich habe immer Musik gemacht, aber... Du bist ein bisschen viel geworden, oder? Ja, und so, ich habe mich nicht wirklich näherlei auf Musik konzentriert. Und das, jetzt habe ich verstanden, wirklich mit der Pandemie, dass ich nicht so wirklich froh bin, weil ich es gar nicht versucht habe, meinen Plan B zu... überhaupt zu leben. Genau. Ja. Und jetzt kommt ein neues Album, neue Songs. Was steht dann? Ja, ich habe viele neue Lieder geschrieben. Ich habe tausende Lieder. Und ja, jetzt habe ich ja, ein neues Lied in Ende Oktober sollte veröffentlicht sein. Ja. Und dann die B hoffe ich im Frühling nächstes Jahr. Aber werden wir sehen mit dem ganzen ja, Coronavirus ja, und so. Giulia Martinelli. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das war meine Frage jetzt an die Giulia. Und wie du sicher warst, gibt es bei uns auch die Möglichkeit, dass das Publikum Fragen auf die Bierdeckel raufmacht. Und wanderlustig ist die Manuela jetzt auch und hat die Bierdeckel gebracht. Schauen wir mal, was die Leute wissen wollen. Oh, schöne Frage. Wie lautet dein schönstes Wort? Oh. Schwierig wahrscheinlich. Ja, echt schwierig. Wanderlust ist ein Wort, das mir echt gefällt, weil in Italienisch haben wir so nicht ein Wort, wie in Deutsch haben wir ja Wanderlust, aber es gefällt mir ja echt gut. Deswegen habe ich dann eine P geschrieben. Sehr gutes Wort. Dann, welches Land möchtest du unbedingt bereisen? Ah, Japan. Ja. Das ist das nächste große Ziel. Ja, wenn ich Geld habe, ja. Panda-Bären treffen oder eher die Kultur? Nein, die Kultur in Japan. Kultur. Ja, die Panda-Bären sind nicht in Japan. Ah, okay. Dann, was ist dein verstecktes Talent? Ich mache gerne Kuchen und Muffins und Cupcakes. Ja. Und Bäckerin. Ja. Und wie spät sollen wir morgen kommen? Kaffeekränzchen. 9 Uhr. Ich nehme die Espresso-Tassen mit. Ja, gell? Ja, passt. So, wir hören jetzt noch einen Titel von der Giulia, also bei uns sind die Musiker, die am meisten arbeiten müssen. Deswegen, Giulia, bitte auf die Bühne, ich kündige dich derweil an. Also, der Weg ist frei und du hörst auch gern, oder? Die Musik von der Giulia. Sehr, sehr. Ich habe sie auf Spotify schon. Hast du sie abonniert? Ich habe sie abonniert, ja. Sehr gut, ja. So, jetzt gibt es von Giulia Martinelli, Backup Plan. Times you
tried to make me feel inadequate, and it will be easier to scream at the top of my lungs, at the top of my lungs. Goodbye. Er ist Spenglermeister, Bergretter, Flugretter, Notarzt-Sanitäter mit über 20 Jahren Erfahrung und obendrein noch Filmproduzent. Der Berg ist seine Leidenschaft, sei es bei der Arbeit als auch privat. Sein letztes Projekt war der Umbau des Becherhauses. Er und sein Team verbrachten über 11 Monate auf einer Höhe von knapp 3200 Metern. Seien Sie gespannt auf seine Geschichten. Herzlich willkommen, Peter Trenkwalder. Ja, hoi. Selber gemolden. In Karton selber bemolden? Ja, logisch. Ja, du hast ein Talent. Nein, mehr kann ich nicht. Sag jemand, der so viel tut, was man gehört hat. Und Peter, was darf man denn zum Trinken anbieten? Ein Babyschnapp, Bier. Wunderbar. Bierchen. Du darfst auch gehen, oder? Ja, du musst auch gehen. Nicht, dass ich das jetzt schrott da warte. Nein, umgekehrt. Packt, wie hast du? So, schau. Du hast sie ja gemacht. Hui. Boah. Okay. So, das hast du mal du gemahlen. Ja. Und das? Habe ich gemacht. Für dich. Du kannst ja sonst nichts. Ja. Also mahlen. Und basteln. Unglaublich. Spengler. Da sehe ich schon einmal, da ist ein bisschen Spengler-Material dabei, aber das ist ein Kunsthandwerk, was du da mir mitgebracht hast. So, ich glaube, du hast überhaupt keinen Plan, was das ist, oder? Dreh einmal um, lese. Das ist eine Original-Becherschindel vom höchsten Schutzhaus Südtirols auf 3195 Metern. Sanierung 2020-2021 von Familie Trenkwalder. 21.09.2021, das Aufzeichnungsdatum dieser Kellershow. Ja, unfassbar. Das ist eine originale Schindel. Original. Unglaublich. Das heißt, diese Schindel, die kann mindestens gleich viel erzählen wie du. Nein, der kann mehr. Das ist ein Sozialprojekt. Was man zu Weihnachten gibt, 127 von den Schindeln, das werden wir noch versteigern in Südtirol. Und einen sozialen Zweck in Südtirol noch spenden. Das letzte Abschlussteilchen von Projekt Becherhaus. Das wäre dann für dich der Abschluss für unser Becherhaus, das große Projekt. Ja. Wow.
Unglaublich. Das stellt da die Vionisten jetzt ein. Ist jetzt sehr, ist ein Heiliger. Wer ist diese Person? Oder dieser? Ja, das ist das Tolle an der Kunst. Ich brauche es nicht definieren. Aha. Das musst du dir jetzt selber überlegen. Okay. Peter, also die einordnen ist echt schwierig. Und deine Talente zu beschreiben, braucht wahrscheinlich eine Woche, da die Sendung nie ausreichen. Bist allem im Prinzip einer, der extrem viel macht. Jens, einer meiner Anmut gesagt, also jemand, dann ist ja fast quasi die Welt nie groß genug, oder ist sie zu klein? Ist dir langweilig? Na, im Grunde bin ich mir oft selber im Weg. Nicht? Sag mal, ich gebe mir oft selber auf die Nerven, weil in meinem Kopf tut es oft bla 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 bla. Ich mache ein Beispiel, stehe vorhin raus, was machst du so? Ja, ich singe, kann ich ein Konzert organisieren. Das kann auch anstrengend sein, aber es ist auch total toll, weil viele, viele Sachen entstehen. Aber ich bin auch ein Chaot, muss ich zugeben. Wenn man Chaot ist, ist es das Gute, dass man auch Struktur lernen kann. Inwiefern war es für dich aber dann auch wichtig, dass du mit diesen ganzen Ideen, du sprühst ja nur so von Ideen, dass das eben noch nicht ins Chaos endet. Ja, ich muss mich selber ordnen lernen. Nicht? Ich bin jetzt schon viel ruhiger geworden wie vor 10 Jahren. Nicht? Und was ich mir noch zurechtgelegt habe, ist in meinem Job einfach eine Sekretärin. Nicht? Die, was das Gegenteil ist von mir und die, was mich strukturieren muss, weil ich oft 1000 Sachen anfange zugleich zu tun und Multitasking funktioniert bei mir überhaupt nicht. Okay. Und wenn ich mich irgendwo konzentriere, dann bleibe ich leider, bis das fertig ist. Und die kann man noch Sachen einbilden und die tue so lang, bis es geht. Becherhaus. Natürlich wissen wir es, ehrlich jetzt so, dass in aller Munde gewesen ist nach wie vor. Das ist ein Mammutprojekt. Was ist denn das Besondere gewesen? Wenn ich richtig verstanden habe, habt ihr das im Winter gemacht und nicht im Sommer. Jeder Vernünftiger würde sagen, jetzt machen wir es im Sommer. Nein, der Peter Trenkweiler und sagt, nein, das renovieren wir im Winter. Warum im Winter? Also das erste Mal, ich bin nicht alleine, sondern ich bin ein Team und meine Aufgabe ist, meine Mannschaft zu führen. Das ist mein einziger Job, ist, meine Leute zu führen. Die Idee ist noch entstanden aus der Geschichte. Wir haben die Geschichte studiert, wo es um die Alten geht. Und haben wir gesehen, die haben auch hier in Merz umgehabt. Und da haben wir einfach behaupten, schnurstracks im September letzten Jahres, wir bauen das im Winter, aus mehreren Gründen. Nicht? Zuerst einmal, dass die Hütte für die Gäste wieder da ist, weil nach Corona braucht jeder einen Job, dass sie offen ist. Das zweite ist, es ist für uns sicherer. Also mit der Fliegerei ist sicher, die Wetterverhältnisse sind stabiler. Moment, lass mich das mal einordnen. Also im Winter ist es da oben auf 3200 Meter stabiler und sicherer als wie im Sommer. Ja. Dumm, Schnee, 3 Meter Schnee. Ja, Schnee ist ein Problem, 20. Nimmst du eine Schaufel, schöpfst du weg. Aber wenn der Blitz kommt, kannst du gleich rennen. Nicht? Und den, so, aber das okay, sind grundlegende Unterschiede. Okay. Und für die Mannschaft war es viel, viel besser, wenn keine Gäste da waren. Die Gäste sind für uns, es klingt jetzt blöd, ein Störfaktor. Wir betreiben Hochrisikogeschäft. Nicht? Du entweder bist konzentriert oder bist nicht konzentriert. Und Gäste lenken die ab, weil du kommst noch Freunde, dann müsstest du zu uns sitzen, dann weißt du schon, wie das noch läuft. Nicht? Dann trinkst du ein Bierl und dann bist du nie mehr voll auf Schiene und du wärst auch langsamer. Und schlussendlich war es eine Baustelle. Und wir haben das alle gewählt. Gell? Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, ja, wir haben daran geglaubt und wir haben es durchgezogen. Kannst du so eine Geschichte erzählen, so eine Anekdote, damit man ein bisschen eine Vorstellung kriegt, was da oben im Winter passiert auf 3200 Meter auf einer Baustelle wie das Becherhaus? So, aber die Anekdote steht ja da hinter dir, der lebende Beweis ist der Kameramann Marco Polo, wenn ich das jetzt so ja, darf. Der hat uns begleitet und der hat das live miterlebt. Der erste Tag, wo sie kamen, ist ins Weltjournal ORF, haben wir so einfach gleich Traum. Keine Wolke, keine Spuren, Haufen Schnee, toll. Und den nächsten Tag hat es nicht hin und her geschnieben, sondern aufwärts. So wild hat es darum getan. Ja, es dreht oben ganz schnell und dann musst du dich konzentrieren, nicht? Weil du kommst nicht mehr ins Tal. Du kannst weder fliegen, du kannst auch nicht mit den Skiern fahren, weil es ist zu lawinengefährlich. Dann musst du halt schauen, okay, wir bringen jetzt den Sommer, dann geht der Diesel aus. Und das war halt so. Also, wie viel Planarbeit ist du noch überhaupt dabei, dass da oben auch das Überleben garantiert wird? Also, das klingt nicht nach Kindergeburtstag. Nein, ist nicht. Es ist kein Kindergeburtstag, damit hätten wir es nicht getan. Und Planarbeit, das läuft ja automatisch in die Köpfe. Wir sind ja eine Mannschaft von 16 Mann und ohne Mädchen, die sind ja nicht. Und das sind 16 Köpfe, nicht? Da muss nicht die alleine denken, da denkt jeder seiniges, nicht? Und wenn du das noch zusammenfasst, dann hast du einfach gewonnen. Ich weiß, dass du gestuckt hast. Du stuckst Führung, du bildest dich immer wieder weiter. Du hast also gewisse Visionen. Und das sind ja nicht, das ist jetzt nicht ein Team von deinem Betrieb, sondern das sind alles Fachleute, also spezialisierte Männer und eine Frau. Und eine Frau, die du zusammen gecoacht hast, gecastet hast, um dieses Becherhaus-Renovierungsteam zusammenzustellen. Ja, und von den verschiedenen Firmen, es sind 5 verschiedene. Mhm.
habe ich einfach die besten Leute ausgewählt und da haben wir 8 Monate Zeit genommen, die Leute auszuwählen und in 1 Monat haben wir das noch umgebaut. Also ich habe fast mehr Zeit investiert, die Leute auszuwählen, als wir die Arbeit selber und welche, zu machen. Welche Eigenschaften haben die Leute haben müssen? Also jetzt, gute Spangler finden wir viele, aber eben, wir reden doch es geht nicht um Seil. Es müssen Handwerker sein und die müssen brennen, die müssen einen Sinn haben. Das Erste ist die Kameradschaft, dann ist die Loyalität, dann sind die Kriterien, dann ist das Verantwortungsbewusstsein muss da sein und danach der Optimismus. Und das muss, also wenn das alles stimmt, nicht, dann funktioniert der Mensch. Und ich habe für einen Hintergrund umgeschaut und der Schlüssel zum Erfolg ist allem der Mensch. Wir leben in einer sehr komischen Welt momentan, nicht, weil der Mensch in nicht mehr im Mittelpunkt ist, aber hell ist einfach essentiell. Und das Projekt hat es bewiesen. Und glaub mir, wir haben da knallhart gearbeitet und wir haben sie mir alle gezeigt. Das war unser Ziel. Aber die Mannschaft steht heim solide da. Und wenn, da gilt das Prinzip, weißt, von die, kennst du die 3 Musketiere, einer für alle für einen? Mhm. Also haben wir gelebt und gearbeitet. Und das hat dann gepasst. Immer einen Schluck machen. Chapeau. Wie kann man da oben führen? Wenn du jetzt zum Beispiel du sagst, es schneidet nicht durchwärts, sondern im Prinzip auch sogar noch aufwärts. Es passiert einiges da oben. Unvorhergesehen ist vielleicht auch wenn man schon viel Erfahrung hat, wie du bist viel in den Gipfel oben unterwegs. Was ist denn da jetzt dann ein der Führungs... welches Führungssystem nimmst du da her? Ist da einer, der entscheidet? Wer da debattiert? Wer da agiert? Um das jetzt ein bisschen auf die heutige Welt da zu brechen. Auf die heutige Welt da zu brechen ist, in kritischen Situationen hebe ich die Demokratie aus. Wem entscheidet einer, der Kapitän. Du musst dir das vorstellen, wie wenn du jetzt auf eine Expedition gehst. Nicht? Mhm. Du brauchst einen ersten Steuermann, hell ist deine Flanke. Der Sel braucht einen zweiten, hell ist seine Flanke. Dann muss die Mannschaft in sich, die muss stimmig sein und das muss klar sein. Wenn wir jetzt generell für eine Sache arbeiten, dann darf jeder mitentscheiden und jeder hat seine Freiheiten, die was er ausleben kann in seinem Beruf. Der Tischler, der Zimmerer, der Spangler, der Fensterbauer, ist wurscht. Wenn es um kritische Entscheidungen geht, dann hebe ich das aus und dann gibt es leider eine reine Diktatur. Da gibt es eine klare Unsage, weil du hast keine Zeit, da zu entscheiden. Mhm. Und jeder hält sich an die Spielregeln. Es ist sehr elitär oder auch militärisch geführt, aber hell ist wie eine Expedition halt auch. Nicht? Und Musik ist einer von den wesentlichen Bestandteilen. Nicht? Du musst dir denken, wir kommen Fernsehen über den Kopf. Keine Tagesschau macht er? Ja, nein. Hey, gut. Und keine Zeitung. Also ich glaube, die nächsten Investitionen müssen von der Landesregierung so gemacht werden, dass man da im Fernsehen und der Radio schauen kann. Nein, die Landesregierung muss gleich Zierkugeln kaufen und in die Leute einen Musikkurs halten. Die, die so arbeiten, dann funktioniert das. Und das haben wir auch getan. Wir haben einen super Elektriker gehabt in Heike, aber das war ein wunderbarer Zierkugelspieler und der hat unsere Abende versüßt. Mhm. Und was ist da passiert? Nicht? Wir sind in einen Mikrokosmos eingetaucht. Nicht? Alles, was in Dol passiert ist, haben wir gar nicht mehr mitgekriegt, sondern volle Konzentration. Und da ist Musik ein wesentlicher Bestandteil. Dann war die Margit oben, die Hüttenwirtin von Schwarzenstein. Das ist eine Frau. Die hat gefragt, gib bitte Hilfe ins Maurermeisterin, aber Hüttenwirtin. Und die hat die Küche gemacht. Eingekauft haben wir leider die besten Lebensmittel. Du darfst nie das Billigste nehmen, du musst das Beste für die Leute nehmen. Und das alles in Kombination hat noch umgekehrt zu funktionieren. Und das funktioniert super, gell? Unglaublich. Unglaublich, bitte. Inwiefern ist das da oben auf knapp 3200 Meter, wenn man so viele Monate da oben ist, eben auch isoliert, wo man unten mal nichts mitkriegt? Das ist ja vielleicht in der Zeit gar nicht immer so schlecht gewesen. Das ist auf die Ebene hin projiziert. Inwiefern ist das so eine innere Reise? Geht man da oben so einen Jakobsweg innerlich ab und an? Ja, ja. Ich bin ja meistens stolz, jeder vom Team. Der Altersdurchschnitt war 28. Mhm. Die Jüngsten waren 16 und 17, nach 20, 24, 28. Ich war der Älteste mit 47 und der Lois mit 63. Der Lois war der Vater von 2 Zimmerbuben, der ist gekommen, der ist zwar in Pension, hat sich wieder umstellen gelassen, aber das will er miterleben. Mhm. Und alle sind unglaublich gewachsen, als Mensch gewachsen. Und die vermeintliche Freiheit, die gibt es ja gar nicht, die, was wir uns alle wünschen. Nicht? Das ist eine Kehrseite der Medaille. Und die Freiheit, die entsteht allein mit Verantwortung. Und Verantwortungsbewusstsein haben die Leute gelernt in 11 Monaten oder in den Jahren. Und auf selbst bin ich am meisten stolz. Nicht? Peter, wenn du diese Erfahrungen, was du da gemacht hast mit deinem Team, wenn du jetzt das auf die Arbeitswelt jetzt da unten, so jetzt mal im Dol oder leicht am Hügel oben projizierst, was kann man denn da mitnehmen? Läuft du als Chef oder ist es auch, was da läuft, so diese Führungs-
Nein, es ist ja so, das ist meine Methode, oder ich muss mittlerweile sagen, unsere Methode. Und wir haben gesehen, dass die Effizienz in Ordnung ist und funktioniert. Und wir werden das, was wir gelernt haben, in Dole auch gleich umwenden wie am Berg. Aber ich kann immer auch gewähnt, irgendwo mitzureden, von denen ich nicht verstehe. Oder meine Meinung anzugeben, bei irgendetwas, weil 30% was. Heil macht gleich Schaden, finanzielle und psychische. Deswegen, das habe ich gelernt. Wir machen unseren Weg in dem Gefühl, wo wir denken, dass es für uns und für die Leute, die mit uns arbeiten oder leben müssen, gut ist. Alles andere ist irrelevant, das ist obsolet. Peter Deinkweiler. Keine Stunden mit dir reden. Jetzt haben wir einen Film nicht durch. Jetzt haben wir einen Seilgarten nicht durch. Ja, machen wir ein anderes Mal. Das waren jetzt meine Fragen. Die Mano erklimmt da so gerade ein paar Bierdeckelgipfel, ja. Oder? Jede Menge. Und jetzt bin ich echt gespannt, was du verfolgen kannst. Schauen wir mal. Ja. Was wäre deine nächste aufregende Baustelle? Also die Selle hat schon umgehabt und das ist die sehr kritisierte zurzeit in den Medien, die Sandnerpasshütte auf 2734 im Rosengarten. Also wir begeben uns jetzt vom Gletscher in die Dolomiten und die Bauherren und der Eigentümer sind im Mai zu uns gekommen, ans Becherhaus ins kennenzulernen und haben dann gesagt, wir wollen es mit denen machen. Und jetzt, wir sind schon seit einem Monat dort, jetzt nächste Woche stehen wir hoch und fangen im Februar wieder an, im Winter dort zu bauen, dass wir die Leute nicht stören. Und wie ist es gelaufen bis jetzt? Gut, blöde Frage. Mit dem gleichen Team? Gleicher Team, halt war die Voraussetzung. Ah, okay. Die Voraussetzung ist gewesen, das gleiche Team. Die arbeiten ja grundsätzlich für andere Firmen. Hast du da jetzt eine eigene... Nein, wir sind einfach ein Zusammenschluss. Und die anderen Firmen, die Chefs der anderen Firmen, das sind große Firmen, das sind ja sehr bekannte, die haben für das Verständnis gehabt. Weil ich habe gesagt, wenn ich komme und wähle in einer Firma die Leute aus, dann sind das meinige. Punto. Und das diskutiere ich gar nicht. Okay. Und das hat auch funktioniert. Nicht schlecht. Was war die größte Herausforderung beim Umbau? Also mit Sicherheit ganz in Umfang die ganze Logistik, was Lebensmittel betrifft und Hygiene, weil wir haben ja kein Wasser gehabt. Also von September bis 10. Juni haben wir kein Wasser gehabt, also auch im Schneekochen. Die Arbeit selber ist ja gleich wie ein Toll. Der Schindel zu einnageln ist gleich wie oben. Aber alles drumherum kann mitunter schwierig sein. Und die Logistik ist nicht ganz ohne, weil die gefriert einfach so. Probier du, einen Erdäpfel zu kochen, nicht? Und du hast den zufällig draußen in der Speise vergessen bei minus 30 Grad. Der kocht dann nicht. Probier alleine. Das musst du halt noch auch mit der Zeit lernen. Nicht? Ja. Also die ersten zwei Monate, das hast du nicht essen gekannt, was wir gekocht haben. Haben die Lebensmittel noch so gut sein. Aber wir haben es noch gelernt. Ja, fein. Peter Deinkweiler. Du sagst, Musik oben war auch wichtig. Die Julia schickt noch bitte wieder auf die Bretter. Sie hat einen Song mitgenommen. Beim nächsten Projekt Rosengarten nimmst du die Julia mit? Na, mir war der Fürsten etwas eingefallen, gell? Aber da muss ich mit dir noch reden. Ja, aber du organisierst Konzerte und so, nimmst du dich mit ein? Ja. Ja. So ein Schnittblick, gell? Nein, überhaupt nicht. Ich habe so gute Musik, oder? So, die Julia hat jetzt einen Song mitgenommen und der nennt sich New York. Sie hat ja gesagt, sie widmet in gewisse Städte ihre Songs und in New York war sie und dieser Song ist wahrscheinlich New York gewidmet. Julia Martinelli! From
The skyscrapers where you and I hide. The only thing that matters. Blame it on brand parks. Winter village on its ice skating by. Hearts melt. There are a thousand reasons I can't find. It's just so simple to be in love when you're in New York. Vor 6 Jahren begann sie mit einer der härtesten Kampfsportarten der Welt, Muay Thai. Sie ist amtierende Italienmeisterin im Thai-Boxen. Die 23-jährige Boznerin ist zielstrebig, willensstark und entschlossen. Man teilt aus, muss aber auch einstecken können. Herzlich willkommen, Magdalena Pircher. Jetzt aber können wir die Sortur kriegen, Johanne, oder? Nein. Deswegen halten wir den Abstand ein. Okay, bitte nimm Platz. Dankeschön. Hi, ja, wir haben schon gerätselt, wenn ich Sortur, meinst du, das ist Angriff und die kriege Leone, oder? Es ist gut gegangen. Nein. Was magst du denn trinken? Was darf man Wasser, trinken? Bitte. Danke. Wasser. Du hast was mitgebracht? Genau. Das ist mein Geschenk für dich. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch schon gespannt. Vielleicht also, der Rot ist ja, was das ist. Ach. Das ist unser Allerheilmittel in unserem Sport. Ja. Das ist praktisch Thaiöl. Du kannst gerne aufmachen und kurz auf der Hand aussortieren, dann riecht das, glaube ich, jeder im Studio da. Genau, dann sind sämtliche Gerüche da weg und die darf ja nicht auf, in die Augen rein vorne mit, oder? Genau. Also da ist wirklich, wenn man... Tigerbalsam, nicht? Genau. Ja. Also Thaiöl ist das. Das nehmen wir bei uns zum Einwärmen, für die blauen Flecken, eigentlich für alles. Eigentlich für als blaue Flecken. Du praktizierst eine Sportart, die geht schon ziemlich zur Sache. Ne? Muss es an Gewalt sein? Grundsätzlich? Grundsätzlich nicht. Bei unserem Sport geht es ja auch nicht um Gewalt. Es geht ja mehr um einen Wettkampf, um sich mit jemand anders zu messen. Mhm. Damit wir so ein bisschen verstehen, was du da wirklich machst, habe ich mir erlaubt, den Finalkampf auf 30 Sekunden noch zu kürzen. Den darf man gerne anschauen und du darfst ihn vielleicht kommentieren. Man muss aber dazu sagen, normalerweise sind wie viele Runden zu wie vielen Minuten? Also normalerweise sind 3 Minuten und 3 Runden. Bei Titelkämpfen dann auch 5 Runden. Klingt noch wenig, ist aber extrem streng, oder? Ja. Okay. Dann ich lasse es da jetzt laufen. Und
Tja, das genau, war heuer also im Juni. Das war heuer im Juni, das ist in Rom gewesen. Beim Eintritt haben wir alle an Moncon praktisch, das ist das Stirnband, das was wir da anhaben. Mhm. Traditionell gefertigt aus Thailand. Da sieht man nachher, bei der Thailand-Meisterschaft haben wir mit Schützer gekämpft. Normalerweise mache ich Profikämpfe, das heißt komplett ohne Schützer. Aua. Da sieht man, da ist meine Gegnerin, ist aus Sardinien gewesen, auf 51 Kilo. Mhm. Jeweils bei unserer Disziplin sind alle Gewichtslimits. Bei der Thailand-Meisterschaft praktisch alle 3 Kilo ist eine Gewichtsklasse. Mhm. Da sieht man nachher, also wir dürfen boxen, wir dürfen kicken, wir dürfen in den Clinch gehen, das waren praktisch die Umarmungen. Und wir dürfen auch die Hände einheben, oder? Wir dürfen auch die Hände einheben. Weil das war der Moment, wo du Italienmeisterin geworden bist, genau. Und hast dich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Genau, ja. Damit wir das jetzt ein bisschen einordnen können, du hast schon ein bisschen erzählt. Also da, für die Italienmeisterschaft hat man sich so einen Schutz aufgetun und wenn man dieses Muay Thai hernimmt oder das Thai-Boxen, wie man es vielleicht da in Europa sagt, dann ist es ja die Königsdisziplin, wenn man so will, oder die Königskampfsportart. Genau. Warum hast du denn die jetzt ausgesucht? So die brutalste, unter Anführungszeichen? Ja, irgendwie ist es rein als Neugierde gewesen, dass ich da damit angefangen habe. Habe auch meine ersten Kämpfe, sogar Kickbox-Kämpfe gemacht. Nachher hätte ich eine Einladung gekriegt in die Schweiz, unter der Voraussetzung, aber einen Muay Thai-Kampf zu machen. Nachher habe ich mich auf dem Seminar effektiv gezielt vorbereitet. Stattgefunden hat er bis zum Schluss nachher nicht. Aber beim Muay Thai bin ich noch trotzdem geblieben. Um jetzt Muay Thai vielleicht ein bisschen zu erklären. Probieren wir es einmal so in die Kultur einzuordnen. Das kommt aus Asien wahrscheinlich, oder? Genau, kommt aus Thailand. Aus Thailand. Was ist das Besondere in diesem Muay Thai, damit wir das jetzt alle wirklich verstehen? Da gibt es den Überbegriff, the art of 8 limbs. Das heißt praktisch 2 Hände, 2 Ellbogen, 2 Knie und 2 Beine. Das heißt, das sind meine Waffen, die was ich im Kampf dann einsetzen kann. Ich darf clinchen, ich darf auch, wie man im Video zum Beispiel gesehen hat, ich darf fieseln, ich darf eine Haxel stellen. Okay. Und das geht dann jeweils eben über die 3 Runden, sind die Schiedsrichter und ja. Aber reicht dann so ein Salbele aus, wenn ich die Schienbeine zusammenhaut? Darf ich mal, auf jeden Fall. Wäre das möglich? Gleich mal, sieht man da jetzt was oder ist das... wird man da immun gegen Blaue und so? Weil nein, die Blaue. Ich kriege schon Blaue, wenn ich leider umgegangen bin jetzt. Das Blaue geht da weg, aber die Hügel, die sind bleiben auf jeden Fall. Ach, aber das sind ja Sachen. Ja, die trifft man nicht, bist du schnell wahrscheinlich, oder? Wahnsinn. In diesen traditionellen Wettkampfsportarten in Asien ist ja der Kampf im Prinzip immer die letzte Instanz. Wie ist das in der Muay Thai-Kultur? Ist es effektiv wirklich das, was man erlebt, oder ist die Muay Thai, also dieses Training, dieses in sich gehen, gibt es da Rituale? Also vor jedem Kampf ist bei uns die Ramui und Vaikuru. Das ist praktisch eine Art Tanz, bei der man sich eben einmal beim Trainer, beim nachher, so wie es in Thailand da ist, eben beim König zum Beispiel bedankt, sich einfach da kämpfen zu dürfen, die Gelegenheit zu haben. Und das ist einfach so ein bisschen das Spirituelle, was nachher vor jedem Kampf ist. Da gibt es so verschiedene Figuren einfach, die was jeder machen kann. Das wird aber zum Beispiel, wie es in Thailand ist, hat jede eigene Halle eine eigene Ramui. Das heißt, man erkennt die Halle schon an dem Ritual, das was nachher vor dem Kampf so abgewickelt wird. Wenn du weißt, du hast jetzt eben einen internationalen Profikampf, wo keine großen Schutzmaßnahmen sind, also wir reden jetzt von einem Helm wahrscheinlich oder Knieschützen und so Zeug, und du weißt, das wird wertieren. Warum macht man sowas? Das ist eine gute Frage. Es ist ja so, ich kann mir sicherlich wehren, aber ich tue ja auch weh. Man muss ja von vornherein schon im Klaren sein, dass wenn man austeilt, dann muss man auch einstecken können. Auf das tut man sich ja auch vorbereiten. Es ist nicht jetzt, dass ich im Training ins Training einige und jetzt mich auch nicht auf die Schläge, also zu Schlagen vorbereite, sondern auch vielfach auch die Defensive. Ich selbe im Prinzip so, wenn man das jetzt so einordnet, was ist denn jetzt wichtiger, das Ausdauern oder das Instecken? Oder was sind so die schwierigsten Strategien umzusetzen in so einem Kampf, damit man auch gewinnt wie du? Es ist beides. Also wenn man zu wenig tut, nachher kann man die Schiedsrichter nicht überzeugen. Weil es ist zwar ein Punktesystem, geht mit K.O. Das heißt, wenn ich in dem Moment in den 3 Runden nicht schaffe, meine Gegnerin K.O. zu schlagen, dann muss ich in den 3 Runden so viel einfach geben, dass ich die Schiedsrichter überzeugt, dass ich einfach besser bin als die andere.
Wie kann man sich das vorstellen jetzt von der Kraft? Also wir haben da ein paar Bilder gesehen, wo wirklich der Fuß nach oben geht, Schienbein voll auf den Kopf rauf, jetzt wenn da kein Helm und nichts drauf ist. Das ist noch so vergleichbar, wie ein Auto drüber fährt, oder? Mein Trainer hat mal gesagt, ein K.O. ist das gleiche wie ein Vollrausch. Also, man verliert so viele Hirnzellen wie bei einem Vollrausch. Okay. Oder wenn man einmal Kopf über Arsch bei den Stirn kugelt. Also ist gleich jetzt mit dem K.O. Und du freust dich auf die Kämpfe? Ja. Dein Trainer ist? Der Franz Haller. Wir müssen mit dem Franz mal reden. Aber, ja. Jetzt ist das ja nicht eine typische traditionelle Sportart in Südtirol. Inwiefern kann man die jetzt da auch wirklich leben? Wo gehst du hin? Also trainieren tust du in Bozen, meine ich, oder? Genau, Franz eben. Ja, ja. Und die Wettkämpfe, wo seien die meisten? Wir haben jetzt in Italien viel in Italien Wettkämpfe gehabt. Jetzt im Oktober fahre ich nach Österreich raus, mache zusammen nachher bei einem Wettkampf mit. Mhm. Und ja, die Weltmeisterschaften noch in Thailand im Dezember, die was noch hoffentlich stattfinden werden. Thailand in der Heimat des Muay Thai. Genau. Was bedeutet das für dich? Warst du schon einmal drüben? Ich war ja ganz gern gefahren. Ich habe ja vor Corona, also im Februar, ich meine Arbeit gekündigt. Hätte ja schon vorgehabt, überhaupt nach Thailand zu gehen. Jetzt einmal vorerst live für ein paar Wochen, um einfach meine Kampfkünste zu verbessern und einfach in die Kultur besser reinzutauchen. Werdest du im Kloster unterrichtet? Seien das eigene Fight-Zentren? Ist das eine sehr Underground-Geschichten, wo sie alle in die Käfige gesteckt werden, bis sie. Oder was ist da, wo warst du da hingegangen? Nein, ich war einfach bei einem Trainingscamp gegangen. Mhm. Dann hätten sie nachher einfach viel intensiver trainiert. Da machst du zwei Trainings am Tag. Du lebst auch mit denen zusammen, weil du gibst zum Beispiel auch die Schüler, also die ganzen kleinen, so sechsjährige Kinder, mit denen, was du noch zusammen trainierst. Und auch im Alltag mit denen erlebst. Kann man von solchen Kämpfen, wenn man sich gewöhnt bestenfalls leben? Ja, so wie es jetzt in Italien ist, ich arbeite trotzdem nur 40 Stunden die Woche. Also okay. Ich kann es mir nicht leisten, live von den Kämpfen zu leben. Ich kriege halt pro Kampf meine paar 100 Euro Gage. Aber weil halt ich mir ja zwei Monate mindestens auf einen Kampf vorbereiten muss, dann kann ich ja maximal 6 Kämpfe das Jahr machen. Und wenn ich dann bei jedem ein paar 100 Euro verdiene, kann ich von seinem halt nicht leben. Mhm. Du hast die Sporthilfe mal an dir gesehen, unterstützt ja ein bisschen, also somit ist auch genau. Die Sporthilfe bei dir ein bisschen dran und das ist ja auch gut so. Was sind so die meisten Übungen, was machst du? Ja, Schläge beim Sack, Bauchmuskeln. Ja, das ist Sixpack, Freunde. Das ist Sixpack. Kann man das, darf man das zeigen? Also. Jetzt weiß ich, was ich nie haben werde. Also Bauchmuskeln ist sehr, sehr wichtig, oder? Ja, also, genau. Ist das so die empfindlichste Stelle? So für Leber ist die empfindlichste Stelle für K.O. Leber. Ja. Wäre das so praktisch der Gnadenstoß, wenn der nicht geschützt wäre? Leber oder Kinn. Kinn. Mhm. Und deswegen allen brav so. Genau. Direkt von oben. Magdalena, Dezember ist bestenfalls die Weltmeisterschaft. Und wo soll es dann hingehen mit deinem Sport? Willst du leimer den Sport machen? Möchtest du dich dorthin konzentrieren, dass es sich auch damit ausgeht, dass du davon leben kannst? Oder wird es immer so etwas sein, wo du sagst, das mache ich gern, aber ich bleibe echt schon in meinem ruhigen Job, dass, wenn ich zu oft über die Stirn fliege, das total weh? Nein, meinen Thailand-Traum habe ich noch nicht angeschrieben. Sofern es noch irgendwie finanziell möglich sein wird, werde ich dann trotzdem wieder versuchen, mich auf das nachher zu konzentrieren. Sogar jetzt momentan, wie die Situation zulassen, werde ich so viel versuchen, so viele Kämpfe wie möglich noch zu machen und auch meine Reichweiten ein bisschen zu erweitern, auch dann vielleicht, obwohl der Ball mal ein paar größere internationale Kämpfe zu machen. Ja, auf jeden Fall dabei bleiben. Eventuell, wenn ich mal so einen Bodyguard brauche, kann ich anrufen, oder? Genau. Das machen wir so. Magdalena. Danke. Ja. So, Magdalena. Ist ja Kampfkollegin von dir, weil ich weiß, dass die Manuela zwei, drei Jahre Kickboxen gemacht hat. Oh je, ist lang natürlich Kindergeburtstag gegen Muay Thai, aber. Totaler. Ja. Ich lasse das jetzt da die Fachfrauen austragen. Ich frage lieber die Fragen vom Publikum, ist gescheiter. Siehst du im Kampf auch etwas Spirituelles? Ja, es ist auf jeden Fall, da ist man auf sich selber gestellt. Man muss sich im Kampf auch konzentrieren auf sein Gegenüber und man kann auch wirklich sagen, was man die letzten Monate, wo man darauf hingearbeitet hat. Mhm. Aber ist du innerlich, hast du Respekt und du sagst, okay, aber die haue ich heute K.O.? Wie geht das zusammen? Nein, Respekt ist es A und O bei uns im Kampf. Ja, aber also, wie geht das zusammen, wenn du einen Anspruch hast, dir eigentlich K.O. zu hauen?
ich versuche ja in dem Moment eigentlich Leute zu zeigen, auf wie mir halt vorbereitet haben. Mhm. Ich sogar, ich kann auch mit den meisten Gitschen gegen die, was ich gekämpft habe, bin ich danach nachher, haben wir uns umarmt und haben gelacht miteinander und das so kann ich ja wirklich sagen, wir sind irgendwie auch befreundet miteinander. Auch nach dem Kampf noch. Und das heißt praktisch, wenn du es niederhauen sagst, hättest du mehr getan, dann wäre es nicht passiert. Ja, so genau. Ist es gedacht. Was machst du zum Ausgleich? Okay, das ist jetzt was ganz anderes als Kampfsport. Ich tue gern stricken und nähen. Ist tapfere Schneiderlein in der Kampfarena. Von einer Schneiderlin, das ist ein ja. Hast du eigentlich... Entschuldigung, aber machst du dann Kleider direkt oder was sagt man, stricken, so ein Pullover stricken? Ja, ja, aber schon live für mich. Okay. Und Kleideln? Ah. Kleideln, nein. Nein, alle für die, oder? Alle für mich. Dann wäre das vielleicht nur das dritte Standbein? Ja. Okay. Eher nicht. Ja. Hast du eigentlich nie Angst? Nein. Wenn man mit Angst in den Ring reingeht, dann hat man schon von Anfang an verloren. Mhm. Ist die Ausstrahlung da dann wichtig zu sagen so? Auf jeden Fall. Mir haut halt nichts um. Mhm. Wie viel ist denn die Vorbereitung auch mental? Sel geht eigentlich alles mit dem Training nebenher. Mhm. Man hat ein Ziel auf das, was man sich vorbereitet, man ist konzentriert auf den Sam. Ja, das Ziel vor Augen. Genau. Was lernt dir der Sport fürs Leben? Durchzuhalten und ja, die Deckung umzuhalten. Und wenn man niederfällt, dann steht man nochmal auf. Sensationell. Magdalena Vierhaar. Sparring-Partner, oder? Ja, heute genau. Heute noch der Show, ist zwar noch. Wir schauen alle zu. Herauf. Wir haben ja K.O. Heißt sie ja. Wie oft bist du K.O. gegangen? Noch nie. Ja. Und so soll es hoffentlich auch bleiben. Ja. Schon leider wegen dem Stirnäugenkugel-Effekt. Das machen wir nicht. So, Musik, Muay Thai-Musik, ihr habt sie mir umgekocht im Internet. Ja, mir hat auch nicht gefallen. Das würde ich so nicht sagen, aber sie kann für viele anscheinend meditativ wirken, für mich hat sie eher nervig wirkt. Mhm. Ist selbstverständlich? Das ist selbstverständlich. Kannst du das noch singen? So? Nein, da ist kein Gesang. Ich weiß nicht mal, was das für ein... Das ist so eine Querflöte, die aber drei Umdrehungen innen hat mit der Knoten. Ja. Unglaubliche Musik. Aber es ist dann, wenn man es lang unhört, glaube ich, ist dann schon wirklich beruhigend. Ich sag, das werden zwar vor die Kämpfe eingespielt, aber heimisch man so in einem Tunnel drinnen, das hört man gar nicht. So die Musik von der Juliet hast du gerne hochen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das hochen wir in Salon, denn die Juliet hat mir Musik mitgebracht aus ihrem Wanderlust Album. Deswegen bitte, liebe Juliet, rauf auf die Bühne. Ist ja, sind ja auch Bretter. Das ist ja eine kleine Arena. Und das ist auch voll interessant, wie sie sonst das zurückgezogene Mädchen ist, aber sobald sie die Gitarre umhängt und das Mikrofon eingeschaltet hat, dann ist sie ja ganz eine andere, oder? Mhm. Deswegen hier ist sie. Juliet Martinelli mit ihrem Titel Dare You. Someone
every time you look me in the eye. I wanna be sure you're not planning to leave. Now I feel something in me has changed. I feel love is in the air, but there are a few things you might wanna know. Martinelli, Dear You. Großartige Musik. Von einer unfassbar guten Musikerin. Liebe Julia, komm wieder zu uns. So. Jetzt, die brauchen wir nicht fragen, Magdalena, wie du wahrscheinlich so, was tust du, um Luft rauszulassen? Peter, du, um so, oft ab und da muss man so Luft ablassen. Wie tust du? Ich bin jetzt wieder Schüler. Was bist du? Ja, jetzt lerne ich gerade Bergleiten und ich kann Luft da lassen, wenn ich muss irgendetwas Neues lernen, was ich nicht kann. Und dann muss ich mich wieder auf etwas Neues konzentrieren. Und lerne ich halt das. Mhm. So sportlich, ja, rennst du noch praktisch so 3 Gipfel in 3 Stunden? Nein. Oder machst du solche Sachen? Was? Wenn du 12 Monate auch und da rennst, ja, im Prinzip kann ich ja keinen Berg mehr sehen. Alle. Und ja, ich gehe halt im Berg, weil ich dort daheim bin. Nicht? Aber, aber das mit dem Sport, das habe ich nicht so. Das nicht so sportlich, ja. Julia, ja, es geht automatisch. Bist du eher der sportliche Panda-Bär oder Sport und ich sind zwei verschiedene Planeten? Nein, nein. Ich verziehe gerne, aber leider. Dann wird das, glaube ich, halt lustig. Ich glaube, es wird spannend. Mhm. Ja. Oh, nein, es ist Herbstzeit, nicht? Was Birnen sind geerntet. Jetzt, wir haben da Birne eingetragen, da hinten steht eine, das ist eine Boxbirne. Oh. Nein. Die Magdalena wahrscheinlich kennt das Teil, oder? Ja. Trainiert ihr mit sowas? Nein, wir haben sowas nicht in der Halle, aber ich kenne es. Du kennst, oder? Ja, sie kennt es und sie kann es wahrscheinlich auch. Da werden wir gleich sehen, vielleicht. Dort immer mal so Luft raus Übungen machen, oder? Ja. Machen wir das. Mhm. Lass mal die Magdalena starten. Starten wir mal um mit mir zwei. Hilf dir doch kurz rein. Schau, kommst du bitte da her. Jetzt kannst du dir mal sagen, was du so richtig drauf hast. Schau, siehst du schon. Also vielleicht die ganz, der ganz wichtige Hinweis, bitte, die was nicht versichert sein, ganz weit weg, okay? Danke. Also, Magdalena, du bist ready, oder? Ich bin ready. Liebe Kellerkapelle. Du musst immer was sagen, die Spielregeln. Ja, Moment. Meine liebe Kellerkapelle, wir brauchen das richtige Lied, dass Sie sich auch vorbereiten können, verstehst du damals? Also nicht das My Tages singen, das machen wir jetzt so richtig so. Ja, genau. Also, du hast circa 30 Sekunden mehr oder weniger. Okay. Dein erster Schlag richtig hart. Hat das die richtige Größe für dich oder Höhe vielmehr? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Das ist nicht der 51 Kilo Gegner. Nein, aber von der Höhe her müssen wir sagen. Nein, besser auf Augenhöhe. Dann richten wir es allein. Ja. Weil sonst... So, perfekt. Okay, zackete. Perfetto. Das hast du erheblich jetzt länger, Manuela. Achtung. Ja, ich stelle mir besser an, aber okay. Das machst du. Der erste Schlag ist
richtig fest und danach musst du es praktisch auffahren, weitermachen und allem wieder einen harten Schlag einsetzen. Und zum Schluss schauen wir, wer der eleganteste ja, die Haltungsnot, wir vergeben Haltungsnot. Ja, ne? Ich würde sagen, kann ich eine Testrunde machen? Nein, du musst es kennen. Okay. Und los geht's. Wir haben das im Aufwärmtesten heute auch so hingekriegt, gell, Manu, wir zwei? Ja, wir haben gleich elegant ausgesehen. Das war komplett das Gleiche, gell? Ja. Von da schaue ich jetzt richtig breit aus danach. Gell? Peter, jetzt ist natürlich, willst du Gentleman sein und Ladies first, oder machst du wirklich einen Gentleman und du gehst jetzt hin? Du ich lasse dir das spielen. Du gehst fest. Ja, Julia, komm her. Julia, bring es hinter dir. Das sind genug von mir, gell? Da wieder her, bitte, Magdalena, du kannst dich gerne umsetzen. Ja, leitst mir danach die Salbe, bitte. So, was sehen. Du machst dich jetzt schon einreiben, oder? Ja. Ich mach nie wer. Der Erste. Den brauchst du nicht. Nein, was sehen. Aber lass mir noch was drin. So. Okay. So. Moment. Liebe Kellerkapelle und go, ich stelle mal aus. Das passt, das passt. Schau, ich hilf dir wieder raus. Manuela, ich finde, das war so tänzerisch, so musikalisch. Ja, wahnsinnig, ich habe noch nie so einen grazilen Panda-Bär gesehen. Ja. Super, ehrlich. Sehr, so. Peter. Jetzt Stunde der Wahrheit für den Peter. Bitte auch wieder da her. Du machst mich fertig, hä? Ich glaube, das schaffst du jetzt selber. Nach der Performance ist es auch schwierig, gut auszuschauen. Du, warte. Aber es stellt sich halt wieder mal heraus, dass die Kellershow eine Therapiestunde ist. Und zwei. Eikotschi. Jetzt sind sie ein bisschen klein. Weil die Handschick? Ja. Die wird warm werden. Selber hat er noch als Ausrede nehmen. Was sind denn die Waren zu klein? Du bist es, oder? Zählst du ein? Ich zähle ein, ja. Und auf die Plätze. Fertig, los geht's! Gell, ist mal vier gekommen. Richtig mit dem. Weil hilft allem, gell? Sehr liebes Publikum, jetzt müssen wir irgendwie einen Sieger oder eine Siegerin küren. Schwierig, hä? Ja. Wenn wir es jetzt von den Haltungsnoten her machen, alle drei, hä? Alle drei, ich kann mich nie entscheiden. Seid ihr einverstanden? Das heißt, der Muay Kellershow Pokal geht an alle drei. Was können Sie jetzt noch verbessern, Magdalena? Die Deckung. Der Schlag vielleicht sind nicht zurück, der Gegner ja schon. Der da? Ja. Du hast zum Schluss hast du fast noch eingekriegt. Ja, fast. Sie hat es gesagt, Magdalena, die Deckung. Und sonst? Was könnten Sie da noch? Vielleicht noch ein bisschen Beinarbeit. Nein, alles ist zu viel. Das kannst du ja schrittweise machen. Schrittweise. Ich leichter bis Ende der Woche. Ich lasse dann gern da.
Wäre das nichts für dich? Also, nein, das ist nichts für mich. So Luft raus durch Boxen auf die Birne? Nein. Oder Birnboxen, ja. Das ist das, macht das Spaß oder ist das eher langweilig? Na, für mich ist nichts. Ich schlage gerne fest. Und das du kannst im Jummi gehen, doch. Ja, ja, okay, ich habe verstanden. Ich schon ja, fest. Und da kann man nicht fest hinschlagen, oder? Nein. Also wir haben es heute Nachmittag probiert. Du hast ja auch probiert. Ja, ich habe auch probiert. Ich weiß nicht, ob ich so eine gute Figur gemacht habe. Wohl, du, wir haben uns unterhalten. Es war lustig, das stimmt. Ja. Aber darfst du wieder Spaß machen, so, wenn du siehst, was die Magdalena macht? Dann ja, wenn ich das Sixpack sehe, dann denke ich mir, vielleicht... Wegen dem Sixpack? Was dachte ich? Nein, aber ich glaube schon, dass Luft rauslassen, wie du am Social sagst, ist das schon genau das Richtige. Das heißt, wenn ich die Luft da rauslasse, dann hätte ich Sixpack. Ja, wie siehst du das? Wie darfst du die machen? Es macht jetzt schon Spaß. Ja. Julia, du hast noch einen Titel mitgebracht aus der neuen CD Wanderlust. Das kann man nicht oft genug betonen, wie die CD heißt, weil die müssen wir kaufen. Alle, unbedingt. Und tja, dir wünschen wir, dass du sämtliche Städte der Welt mit deiner Musik oder die Herzen drin, die was in der Stadt schlagen, dass du mit deiner Musik die erreichst. Julia Martinelli, Dankeschön. Tja, Peter, ab und an Luft auslassen, noch sind vielleicht ein paar weniger Pläne drinnen. Und sonst auf jeden Fall wünschen wir, dass du die ganzen Gipfel, die was du da vornimmst, alle erklimmst. Das wünschen wir. Danke. Servus, liebe Magdalena. Thailand, hoffentlich tust du die Tieren auf im Dezember, dass du die Weltmeisterschaft dort machen kannst und ja, dass du nie einen Knockout kriegst. Alles Gute dir. Vielen Dank. Tja, und auch für uns ist jetzt der Gong gelaufen. Das heißt praktisch Gong, die Sendezeit ist vorbei. Das heißt, danke Ihnen fürs Zuschauen und danke meinem sensationellen Publikum, Don Sudberg. Danke meiner bezaubernden Manuela Ramosa. Danke dir. Der Kellerkapelle. Tja, und jetzt gibt es noch einen Song von Julia Martinelli auf die Ohren. The Crown nennt er sich. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, bei der nächsten Ausgabe von Tom's Keller Show. Bis dorthin, machen Sie es gut. Julia Martinelli, The Crown.